Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gera, liebe Gäste in unserer Stadt, es ist heute Montag, 16. März und wie angekündigt werde ich Ihnen ab heute sehr regelmäßig in kurzen Abständen immer über die aktuellen Ereignisse rund um das Coronavirus berichten. Ich befinde mich aktuell hier bei der Berufsfeuerwehr, wo jetzt gerade die Übergabe im Krisenstab stattfindet, wo auch gestern die Ortsteilbürgermeister unserer Stadt über die aktuelle Situation informiert worden sind, um sie auf dem Laufen zu halten. Was ist passiert und was steht auch noch an? Die gute Nachricht erstmal vorweg, Stand heute 15.30 Uhr liegt in der Stadt Gera unverändert nur ein positiv getesteter Fall, eine positiv getestete Person derzeit vor. Die weitere gute Nachricht ist, die Kinderbetreuung für die Notfälle in den Kindereinrichtungen ist heute angelaufen und Stand heute auch sichergestellt. Es werden noch zusätzliche Bedarfe sicherlich nachgemeldet werden in den nächsten Tagen, aber die Rückmeldung aus meinem Amt ist, die Betreuung im Notfall ist abgesichert jetzt für die nächsten Tage und auch Wochen. Das sind erstmal die ganz guten Botschaften vorweg. Die weniger schönen Botschaften ist, Sie haben es vielleicht mitbekommen, viele öffentliche Einrichtungen werden für den Publikumsverkehr schließen, zum Beispiel die Energieversorgung, das Jobcenter, die Agentur für Arbeit oder auch die Handwerkskammer. Aber Stichwort Handwerkskammer, ich saß heute Mittag mit Vertretern Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Jobcenter, Agentur für Arbeit und meiner Wirtschaftsförderung zusammen. Wir haben Themen besprochen, die insbesondere für die Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig sind. Es gibt eine Vielzahl von Hotlines, die jetzt freigeschalten werden und sind. Informieren Sie sich hier bitte auf www.gera.de, an wen Sie sich in welchem Fall wohin wie wenden können. Ich habe heute auch mit dem Vorstand der Sparkasse Gera Greiz gesprochen, dass es dort vereinfachte Möglichkeiten gibt, wenn Liquiditätsengpässe aufkommen, dort reagieren zu können. Die Rückmeldung von den anderen Banken erwarte ich noch in Kürze dazu. Ganz wichtig, was mir noch ist, Sie haben heute vielleicht festgestellt und es kursieren im Internet und auch in den sozialen Netzwerken Bilder von leeren Regalen in Supermärkten. Dem ist so, dass tagsüber die Regale in Teilen leer gekauft werden. Wir sind in sehr engen Kontakt mit dem Einzelhandel, mit den Logistikern. Wir wissen, dass wir immer wieder Nachschub bekommen werden. Also machen Sie sich bitte keine Sorgen, wenn Sie heute ein leeres Regal vorfinden. Morgen werden die Regale wieder gefüllt. So sagen es uns die entsprechenden verantwortlichen Personen. Und insofern bin ich guter Dinge, dass wir weitere Engpässe vermeiden. Es kann immer wieder mal vorkommen. Worauf ich Sie aber heute schon mal einstellen möchte, ist, am heutigen Nachmittag um 15.30 Uhr gab es eine Telefonkonferenz aller Landräte, Oberbürgermeister der kreisfreien Städte, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten unseres Freistaates. Er hat uns dabei informiert, dass er gemeinsam mit allen Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik und der Bundesregierung gemeinsame einheitliche Verabredungen getroffen hat, die darauf hinwirken werden, dass wir kurzfristig in den nächsten Tagen noch leider weiter deutliche Einschnitte in das öffentliche Leben bekommen werden. Eins vorweg, was nicht betroffen sein wird, wird der Lebensmittelhandel sein. Was nicht betroffen sein wird, werden die Tankstellen sein. Was nicht betroffen sein wird, werden die Banken und Sparkassen sein. Ganz kurzfristig werden wir voraussichtlich im Rahmen einer Allgemeinverfügung am morgigen Dienstag weitere Details dazu bekannt geben, welche Bereiche alles davon betroffen sind. Ich weiß, das sind keine guten Nachrichten, aber es sind notwendige Maßnahmen, die wir ergreifen müssen zur Sicherheit der Menschen in unserer Stadt. Insofern zähle ich weiterhin auf Ihr Verständnis, auch für vielleicht Maßnahmen, die ungewöhnlich erscheinen, die aber richtig und wichtig sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute erstmal einen unter den gegebenen Umständen relativ entspannten Abend. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie besonnen, vermeiden Sie bitte möglichst die sozialen Kontakte, die nicht wirklich notwendig sind. Und morgen informiere ich Sie wieder über dann das aktuelle Geschehen vom Dienstag. Herzlichen Dank und herzlichst Ihr Julian von Arp.